Du hast eine Website, dann bist du automatisch auch Webdesigner und willst natürlich deine Inhalte, die du kreierst, attraktiv darstellen. Insgesamt deine Website so gestalten, dass sie als professionell vertrauenswürdig rüberkommt. Und das ist eine Herausforderung. Und ich will dir heute 10 Impulse geben, damit diese Herausforderung möglichst einfach gelingt. Impuls Nummer 1, lass dich von anderen Websites inspirieren. Zum Beispiel auch von Unternehmen, die du toll findest oder einfach von Websites, die du toll findest. Ich habe zum Beispiel damals bei meinem Redesign der Website, fand ich zum Beispiel diese Seite, das ist ein WordPress-Plugin, fand ich toll. Ich fand die Farben schön. Ich fand die Mischung aus Blau und Orange schön und ich habe mich daran orientiert und es ist so, man orientiert sich daran, man fängt an, das Design nachzubauen und dann kommt automatisch die eigene Individualität rein. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass man am Ende eine Kopie hat der anderen Seite, sondern es ist einfach nur toll, mal zu gucken, was für eine Farbkombination hat die andere Website, was für Schriften nutzt die andere Website, ja, was vielleicht noch was für andere Elemente. Und kann es nur empfehlen, auch an einzelnen Stellen, zum Beispiel wenn man hier so einen Header-Bereich hat auf der Startseite, einfach mal zu gucken, wie machen das andere tolle, erfolgreiche Unternehmen, eure Lieblingswettbewerber zum Beispiel, ja, und euch da Inspiration zu holen. Das nimmt auch ein bisschen die Hürde, am Anfang einfach dazustehen, wenn man jetzt keinen Webdesigner hat oder keinen Branding-Experten, dass man einfach mal sagt, komm, ich guck mal, was gibt's da und dann lege ich einfach mal los. Oft ist es wichtig, die erste Hürde zu nehmen. Impuls Nummer 2, nimm für deine Website zwei Schriftarten, eine für den Fließtext und eine für die Überschriften. Und die Überschriften-Schriftart kannst du gerne auch als Logo benutzen. Das ist einfach so, wenn man nur eine einzige Schriftart insgesamt hat, dann ist es tatsächlich, finde ich, ein bisschen langweilig. Aber wenn man mehr als zwei hat, dann schafft man es nicht, wenn man nicht ein Profi ist, ein einheitliches Design hinzukriegen. Deshalb sage ich, das Einfachste und Beste ist einfach zwei Schriftarten, eine für den Fließtext und eine für die Überschriften. Bei den Farben bin ich genauso der Meinung, zwei Farben sollte man wählen. In meinem Fall jetzt dieses ganz dunkle Blau und dann eben eine Call-to-Action-Farbe, die gut raussticht. Das ist wichtig. Also eine Grundfarbe und eine Farbe, mit der man wirklich den Effekt erzeugen kann, zu sagen, jetzt bitte das machen, jetzt bitte das machen. Und diese Farbe, die darf natürlich rausstechen und soll nicht untergehen, im Gesamtdesign. Ja, wenn man dann eben diese zwei Farben hat, dann kann man die einsetzen und dann zusätzlich eben noch neutrale Farben verwenden, wie Grautöne, wie Beigetöne. Und damit hat man dann wirklich auf einfache Weise eine Farbpalette, die dann auch funktioniert. Farbe bekommt man noch rein mit entsprechenden Fotos oder Videos. Und das heißt, es macht wirklich keinen Sinn, sich da eine riesige Farbpalette aufzubauen. Impuls 4, nutzt Icons. Icons sind kleine Farbkleckse, die einfach eigentlich super aussehen, die machen Inhalte interessant, aber es ist kein Problem, die zu verwenden. Ihr seht hier, das ist einfach nett, aber es stört überhaupt nicht insgesamt den Text und andere Elemente oder jetzt auch hier bei meinen Angeboten. Es ist einfach so, ich habe hier verschiedene Angebote. Wenn ich jetzt Fotos benutzen würde, ja, dann müssten die irgendwie zusammenpassen von den Farben, vielleicht vom Style her. Und hier habe ich einfach, ja, auch Styles, da komme ich gleich noch drauf. Also sind jetzt eher so, haben mir da eher so handgemalte Icons geholt. Aber das ist einfach ein
sehr einfacher Prozess bei mir. Ich sage einfach, ich habe ein Angebot, da brauche ich ein Bild mit ein paar Berge drin. Dann gehe ich auf Flat-Icon und dann sage ich, ich brauche jetzt Berge, zum Beispiel Mountain. Spiele ich das einfach mal kurz durch. Und jetzt sage ich noch, ich will von Hand gemalte, hier Handdrawn. Und dann habe ich schon einen Stil, ja, da ist auch schon meins, und da habe ich schon einen Stil, der dann eben zu den anderen passt und es geht ratzfatz und es sieht einfach nett und gut aus, ohne dass ich viel Zeit investieren muss. Impuls 5, wenn wir gerade schon bei Flat-Icon waren, ist es so, dieses Flat-Icon gehört zu einem Angebot, das nennt sich FreePick. Und FreePick bietet alles aus einer Hand. Vektorgrafiken, Fotos, Videos, PSDs, 3Ds, sogar Fonts. Und das heißt, ich komme in meinen Designs, ich designe ja viel auch für Kunden, ich komme sozusagen mit einem Anbieter hier aus und habe nicht das Problem, dass ich mal bei Pixabay oder dann mal bei Unsplash oder dann mir irgendein Bild kaufen muss, sondern ich habe hier FreePick in der Premium-Variante, kostet mich 100 Euro im Jahr und sind echt mit die bestinvestiertesten 100 Euro, die ich überhaupt irgendwo ausgebe, weil ich einfach eine riesen Bandbreite an tollen Fotos, Videos, sogar Schriftarten etc. habe, die ich einsetzen kann. Die kann man auch, also man bekommt immer eine Lizenz dann pro Bild oder Video. Das heißt auch, man kann es auch, wenn man so eine Premium-Mitgliedschaft hat, sogar anderen zur Verfügung stellen. Und dann muss man halt die Lizenz entsprechend runterladen. Also so ein kleines PDF. Und ja, ich empfehle eben die Premium-Version. Bei der kostenfreien Version, da muss man dann immer Copyright, muss man immer hinschreiben, von dem und dem ist das. Und das entfällt bei der Premium-Version, was auch wieder einfach aus Gründen der Einfachheit halt einfach super ist, dass ich nicht jedes Mal sagen muss, ah, jetzt muss ich wieder im Impressum wieder sagen, das Bild ist von dem und dem, dann ist eigentlich das deutsche Recht, sagt eigentlich, man muss es möglichst nah an dem Bild oder an dem Video machen. Also es ist am besten, wenn man entweder lizenzfreie Bilder hat oder eben einfach eine Lizenz, wo man den Urheber nicht nennen muss, finde ich. Das ist einfach am einfachsten und deshalb mein Plädoyer, ein Anbieter aus einer Hand mit Premium-Variante, sodass man sich um Copyright keine Sorgen machen muss. FreePick ist meine Empfehlung. Super Unternehmen, muss ich sagen. Die haben einfach also wirklich einen riesigen Pool, aus dem man da sich bedienen kann. Impuls Nummer 6, auf wichtigen, komplexen Seiten, zum Beispiel eine Startseite oder eine Landingpage, auf der ihr eure Produkte verkauft, kann man ja in so einem Header-Bereich vieles machen. Man kann links ein Bild setzen, rechts den Text, man kann zum Beispiel hier ein Video setzen, dann rechts den Text davon. Und meine Empfehlung an dieser Stelle ist, macht einfach eine Spalte, das heißt ein Element, dann drunter das nächste Element, dann drunter wieder ein Element. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video hätte, einfach dieses Video bringen, dann meinen Claim, dann mein Button zum Beispiel und eben nicht hergehen und da mehrere Spalten zu machen, wie man es auch oft sieht. Das vervielfacht die Komplexität, zum Beispiel auch, wenn ihr nachher optimiert für mobile Endgeräte. Es ist einfach so, es ist wunderbar für euren Besucher zu lesen, der kann wirklich ein Element nach dem anderen aufnehmen und das heißt, es ist sowohl für den Besucher gut, aber vor allem spart es euch unheimlich viel Zeit, wenn ihr von vornherein einfach euch sagt, ja, ich mache hier eine Spalte, ein Element nach dem anderen und muss mich hier nicht verkünsteln, dann spart ihr euch jede Menge Zeit. Impuls Nummer 7 betrifft die Navigation. Da kann man sich ja auch viele Gedanken machen zur Navigation. Ich will euch einen Impuls geben und zwar haltet die Navigation einfach. Ich empfehle eigentlich sogar nur eine Ebene, also direkt hier eine Ebene. Hier habe ich jetzt einen Unterpunkt, den werde ich aber noch eliminieren wahrscheinlich.
Und dann gleichzeitig hier unten einfach so eine Sitemap machen, da kann man dann ausführlicher werden. Und das ist die richtige Kombination aus meiner Sicht. Es ist einfach für euren Besucher und für euch, finde ich, einfacher, wenn man einfach auf Angebote klickt und dann findet hier, seht ihr hier dann die Angebote, wie sie präsentiert werden. Ich vergleiche das immer, wenn ich mittlerweile beim Fernseher reingehe, in mein, zum Beispiel in Amazon Prime, dann will ich auch nicht eine Übersicht, die mich erschlägt, sondern ich will erstmal einfach auswählen, zum Beispiel ARD oder YouTube, und in YouTube gucke ich dann wieder, was ich da entsprechend will. Und das Pendant dazu ist einfach, dass man hier in der Hauptnavigation einfach nur ein oder zwei Ebenen hat und dann auch noch weiter auf dem Inhalt ja auch noch weiter reingehen kann als Besucher. Tipp Nummer 8, Akkordeon-Elemente, sowas wie oft bei Fragen und Antworten oder bei FAQs gemacht wird, sind, finde ich, hervorragend. Ich setze die ganz gerne ein, weil die machen eine Sache unheimlich übersichtlich. Also zum Beispiel eben bei Fragen, aber auch an anderen Stellen, wenn man bestimmte Themen hat und einfach die übersichtlich darstellen will und dem Besucher die Möglichkeit geben will, wenn ein bestimmter Aspekt besonders interessiert, dass er da nochmal reingehen kann. Also ich habe bei fast allen wichtigen Seiten, jetzt in dem Fall ist es meine Startseite, aber auch bei Landingpages nutze ich dieses Akkordeon-Element extrem gerne und ich empfehle euch das auch. Probiert's mal aus. Tipp Nummer 9. Eine schöne Mischung ist oft ein Bild und ein Text. Einfach weil das Bild so mehr so Gefühle auslöst und der Text einfach Informationen bringt. Und da einfach kurz zwei Tipps. Das eine ist, man kann einfach ein Hintergrundbild reinladen und dann so eine Overlay-Farbe drüberlegen. Dann kann man den Text einfach draufklatschen. Und es sieht gut aus. Habe ich hier zum Beispiel gemacht oder auch hier bei Über uns. Da habe ich einfach so ein Feuerwerk im Hintergrund reingeladen und dann orange drüber gelegt und schon kann man den Text hier wunderbar lesen. Eine andere Variante ist, dass man ein Hintergrundbild macht, dann so eine kleine Box und dann da den Text reinschreibt und dann die Box durchscheinend macht. Und in beiden Fällen hat man einfach ein besonders schönes Element, Mischelement aus Bild und Text und macht sich trotzdem das Leben einfach. 10. und letzter Tipp, benutzt Schatten, hier zum Beispiel bei so Boxen. Ich merke einfach, ich mache Designs und dann arbeite ich mit Linien, farbigen Linien und oft probiere ich dann Schatten und das macht das Design einfacher und homogener. Ja, das waren auch schon die 10 Tipps, die euch hoffentlich helfen, dass ihr eure Designs schneller erstellen könnt, dass eure Inhalte gut aussehen und ihr aber nicht extra einen Designer dafür engagieren müsst, dass ihr für eine Seite nicht 3 Stunden braucht, sondern vielleicht nur eine halbe Stunde. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback dazu auch da lasst. Welche Tipps fandet ihr besonders hilfreich? Ja, ich freue mich auch, wenn ihr meine Website jaeffekt.de mal besucht. Da gibt es natürlich noch viel zu sehen, viele Angebote für euch, die euch beim Aufbau eures Online-Business helfen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.